meine lieben südmährischen Landsleute, Schwestern und Brüder. Zunächst ein Wort an diejenigen, die beim Südmährer Kirtag schon die Messe mitgefeiert haben. In meinen Worten wird Ihnen manches bekannt vorkommen, was Sie schon gehört haben, etwa vor einer Woche. Aber es sind Dinge, die mir am Herzen liegen, und es sind Dinge, die ich zu Wort bringen werde, von denen ich glaube, dass sie ganz einfach für unsere Zeit und für die Situation, in der wir leben, wichtig sind. 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Vielfach und auf vielerlei Weise wurde das Gedenken begangen. Ein schrecklicher Krieg, der viel Leid, viel Not, viel Elend mit sich gebracht hat und vor allem auch hinterlassen hat. Und in diesem Zusammenhang war es für viele von uns dennoch überraschend, dass auf einmal die Vergessenen des Zweiten Weltkrieges, die Vertriebenen, ein Thema geworden sind. Die großen Zeitungen unseres Landes, der ORF vor allem, aber ORF 3, mit seinen Sendungen, sie haben nachgefragt, was war eigentlich damals? Seitenweise haben die Printmedien davon berichtet. Und so manche haben zerknirscht eingestanden, das alles haben wir nicht gewusst. Und nicht wenige von uns haben wehmütig gefragt, warum erst jetzt? Warum musste es Jahrzehnte dauern, bis man unsere Leiden ernst genommen hat? Den 31. Mai werden wohl viele nicht vergessen, vor allem deren Eltern, Großeltern, Verwandte oder Vorfahren aus Brünn und Umgebung stammen. Der 31. Mai 1945, der Tag, an dem der Brünner Todesmarsch seinen schrecklichen Anfang nahm. Wenn man bedenkt, es war der Fronleichnamstag und was dieses Fest in Südmähren bedeutet hat. Und die Zahl derer, die Richtung Österreich getrieben wurden, wird mit 27.000 angegeben. Und die Zahl der Opfer, die auf unvorstellbare Weise zu Tode gekommen sind, wird mit 5.200 beziffert. Der Verein Brunner Wien hatte mich eingeladen, mit ihnen einen Gedenkgottesdienst zu feiern. Und im Vorfeld dazu habe ich Gerhard Zeisel gebeten, mir einige Unterlagen zu schicken, Augenzeugenberichte. Ich muss gestehen, nach einiger Zeit musste ich sie wieder aus der Hand legen. Es war zu entsetzlich und schrecklich, was ich da gelesen habe. Es waren Unschuldige, es waren Frauen, es waren Kinder, es waren Säuglinge und es waren alte Menschen, die einer brutalen Willkür ausgeliefert waren. Ihrer und aller Opfer der Vertreibung gedenken wir heute ganz besonders. Ihre Heimat ist nun der Himmel, ist die Geborgenheit in Gott. Es ist eine Heimat, ihnen niemand mehr nehmen kann. Die Heimat, auf der wir alle als gläubige Menschen zugehen, als unser Ziel. Und dann, es war anfangs April, als ein Brief des Oberbürgermeisters von Brünn kam, eine Einladung, die uns alle aufhorchen ließ. In Erinnerung an den Todesmarsch gehen wir doch den Weg zurück von Porlitz nach Brünn. Teilnehmer haben wir berichtet, dass etwa 1000 Personen teilgenommen haben. Viele junge Leute waren tief beeindruckt. Und eine Resolution des Stadtrates von Brünn hat Worte des Bedauerns darüber zum Ausdruck gebracht, was damals 1945 geschehen war. Der Südmährer hat einen sehr schönen Bericht darüber gebracht und manche werden es wohl gelesen haben. Und an dieser Stelle möchte ich all denen danken und meinen Respekt zum Ausdruck bringen,
die an diesem Marsch teilgenommen haben und die das Zeichen einer ausgestreckten Hand als solches auch wahrgenommen haben. In der Lesung aus der Offenbarung des Johannes haben wir gehört, eine Frau, die schwanger ist, ein Kind erwartet, sie ist auf der Flucht. Ihr Leben und das Leben ihres Kindes ist bedroht. Der Drache, wie ich schon gesagt habe, ein Symbol, ein Gegenzeichen für Abgründigkeit alles Bösen. Das Symbol für Vernichtung. Eine Frau, ein Mensch auf der Flucht. Wir erleben in diesen Wochen und Tagen eine Flüchtlingskatastrophe von einem erschreckenden Ausmaß. Tagtäglich werden wir mit Bildern in den Medien, in den Zeitungen konfrontiert. Und da kommen bei manchen unserer Mitbürger Ängste hoch. Diskussionen werden geführt, manches Mal sehr emotional, oft heftig. Und manches Mal fallen auch schmerzliche Worte. Liebe Landsleute, ich möchte einleiten, dass wir ein wenig innehalten. Ich rede von den Menschen, die aus Ländern kommen, wo Krieg und Terror herrschen, wo Dutzende Tote durch Sprengstoffanschläge auf der Tagesordnung stehen, weil sie Christen sind, weil sie nicht mit dem Islamischen Staat gemeinsame Sache machen, sind sie verfolgt und bedroht. Ich rede nicht von denen, die von den Balkanstaaten kommen. Gewissermaßen probieren wir es halt einmal. Ich rede von den Menschen, die tagtäglich in Angst leben vor Verhaftung und Anschlägen. Menschen, deren Leben bedroht ist, deren Häuser, so wie wir hören, nicht selten angezündet werden. Sie kommen einfach aus Ländern, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wer verlässt denn so ohne weiter seine Heimat? Wer riskiert denn so ohne weiters eine Flucht in eine total unbekannte Zukunft? Eine Flucht mit ungewohnten und ungeahnten Gefahren. Es sind Menschen, die vielfach alles verloren haben, außer ihr Leben. Denken wir nur an das Massengrab Mittelmeer mit über 2000 Toten. Liebe Landsleute, ich sage das deswegen, hüten wir uns vor vorschnellen Vorurteilen gegenüber denen, die da kommen. Es sind nicht lauter Wirtschaftsflüchtlinge oder Analphabeten oder gefährliche Elemente. Hüten wir uns auch vor Verallgemeinerungen ihnen gegenüber. Gerade wir, die das Schicksal der Vertreibung erlitten haben, wer, wenn nicht wir, sollten mitfühlen können mit den Menschen, was in ihnen vorgeht, was sie mitgemacht haben. Natürlich ist es eine gewaltige Herausforderung für Österreich, für Deutschland, für die Staatengemeinschaft, für die Politik, aber auch für die Kirche. Für die Gemeinden und ich möchte sagen, für jeden Einzelnen von uns. Aber wir können nicht bei der Angst sitzen bleiben, denen gegenüber, die da kommen. Und wir können auch die Augen nicht verschließen von Menschen, wir können nicht wegschauen. Ja, es ist eine Herausforderung, ich sage es, es ist ein Härtetest für uns. Lösungen sind gefragt. Aber keine unmenschlichen und keine billigen Lösungen sind gefragt. Liebe Landsleute, die Zeit, in der wir jetzt leben, das ist eine Nagelprobe für uns. Was bedeuten uns die Worte Humanität? Die Worte Menschenwürde? Was bedeutet uns das Wort Nächstenliebe und Solidarität und Mitgefühl? Was sind diese Worte wirklich wert? Ablehnung und Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass, das wächst oft von unten. Und die Zündler sind unterwegs.
Bei den Diskussionen riecht es nicht selten nach Benzin. Und ein Funke genügt. Viele Landsleute, die damals vor 70 Jahren gekommen sind, sie sind wahrlich nicht mit offenen Armen aufgenommen worden. Nicht in Österreich und nicht in Deutschland. Wir mussten damals sicher auch mit Verallgemeinerungen und Vorurteilen leben. Die Zugrasten, das war noch vielleicht der mildeste Ausdruck, mit dem wir bedacht worden sind. Soll auch nach 70 Jahren sich das wiederholen, was damals geschah und wir womöglich noch auf der anderen Seite stehen. In der Lesung hat es geheißen, die Frau floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. War nicht für uns alle nach der Vertreibung auch so etwas wie Wüste, um bei diesem Bild zu bleiben, was wir vorgefunden haben? Und hat uns Gott nicht auch einen Zufluchtsort geschenkt, für den wir dankbar sein müssen heute? Vielleicht könnte es heute unsere Aufgabe sein, Schwestern und Brüder, dass wir im Namen Gottes den Zufluchtsort für andere schaffen.